Mein Name ist André Häusling, ich bin Geschäftsführer von HR Pioneers und ich freue mich auf spannende, ich denke mal, wir haben noch knapp 45 Minuten, Interaktion und Austausch mit euch. Was hat der Froschkönig jetzt mit Agilität zu tun? Was hast du denn, Königskind? Fragt der Frosch die Prinzessin. Und so werden häufig die Fragen in den Unternehmen auch gestellt. Was hast du denn? Ich saß neulich, wurde ich von einem CEO von einem großen bekannten Unternehmen eingeladen. Da ging es um einen Vortrag bei einer Führungskräftetagung. Und wir kamen so ins Gespräch, habe ihn gefragt, was so die Themen sind, die ihn gerade bewegen. Und im Laufe des Gesprächs erzählte er mir so, wie dynamisch das Marktumfeld ist und welche Herausforderungen er sich so gegenüber stehen sieht. Und auf der Stirn leuchtete so immer mehr der Begriff Angst auf. Und er erzählte weiter und berichtete mir so von der Situation, die er mit seinen Führungskräften hat und seinen Teams hat und welche Langsamkeit, welches Silo-Denken, welche Herausforderungen er in der internen Organisation hat, wenn er die mit den externen Rahmenbedingungen gerade matcht. Und dieser Angstschild änderte sich so ein bisschen in Panik, weil er genau erkannte, es wird sich so viel und so rasant ändern, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die gesamte Organisation mitgenommen bekomme. Und viele weinen gerade schon, weil das Kind oder die Kugel anfängt, in den Brunnen zu fallen in den Unternehmen. Die Geschäftsmodelle werden disruptiver, es gibt alle möglichen Buzzwords, die im Markt kursieren, die Veränderungen angeblich notwendig machen. Und viele Unternehmensführungen erkennen das mittlerweile. Wenn es zumindest noch nicht die Unternehmensführungen sind, dann sind es doch zumindest immerhin die IT-Bereiche, die es erkennen, weil die häufig das Ende in der Nahrungskette sind. Die kriegen den Druck, weil sie nicht anständig Qualität zur rechten Zeit liefern und deswegen anfangen aus der Not heraus in irgendeiner Form mit agilen Vorgehensmodellen zu arbeiten und die Anforderungen, die eigentlich aus dem Markt da sind, schneller bedienen zu können. Und die Frage ist, wovor fürchtest du dich? Und solche Gespräche hatte ich einige in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich mit CEOs zusammensitze, dann frage ich mich, wovor fürchtest du dich? Also, was ist der Punkt? Warum geht der nicht weiter? Und häufig sind so Unternehmensführungen oder CTOs hier aus, die den Nutzen von agilen Vorgehensmodellen oder Agilität auch im Allgemeinen durchaus erkennen und eigentlich auch möglicherweise wissen, was die nächsten Schritte sind, aber entweder trauen sie sich nicht zu oder ihnen fehlt die Sicherheit, konsequenter dann weiterzugehen. Und so haben wir viele Herausforderungen, nämlich, Kind, wovor fürchtest du dich? Es ist doch nur ein dummer Frosch. Und dieser dumme Frosch steht für diesen Veränderungsprozess, dem sich viele Unternehmen gerade gegenüberstehen, wo es darum geht, in dem Frosch den König, den Prinzen zu erkennen. Aber jeder weiß, das ist eine ganz fiese, hässliche Kröte, die wir gerade schlucken müssen. Und häufig fehlt es an Alternativen, weil die Kugel, die rollt in den Brunnen oder ist schon in den Brunnen reingefallen. Aber es trauten sich die wenigsten gerade, den Frosch zu nehmen und wie im Märchen an die Wand zu schmeißen, dass es wirklich ein Prinz, ein Froschkönig wird. Sondern sie winden sich so wie die Prinzessin um diesen komischen, ekligen Frosch drumherum. Und bevor ich jetzt weitermache, würde ich euch gerne einmal in die Interaktion bringen und zu schauen, was sind bei euch gerade die Frösche sozusagen. Ihr findet dafür auf den Plätzen so 12 Fragen, die einfach bei euch so gerade anzukreuzen. Und in 2 Minuten erkläre ich euch dann, wie es weitergeht. Das Spannende ist, wenn wir uns jetzt diesen Frosch angucken, wenn wir den zu einem Prinzen machen wollen, haben wir festgestellt, dass wir uns viel, viel mehr angucken müssen als in irgendeiner Form Produktentwicklungsprozesse. Also, ich hatte ja gesagt, ich bin Geschäftsführer von HR Pioneers, wir machen agile Personal- und Organisationsentwicklung, viel Führungskräfteentwicklung, wir sind Menschenspezialisten, Personalspezialisten, also wir kommen weniger jetzt aus der IT-Perspektive. Und ich finde es immer spannend, auf der Managed Agile zu sein, weil die Veranstaltung suggeriert zumindest, dass es um agiles Management geht. Aber häufig geht es ja doch immer noch sehr stark um die IT-Themen irgendwie und um Softwareentwicklung irgendwie. Aber es wird besser. Ich freue mich, also als ich auch vor 4, 5 Jahren die ersten Vorträge angefangen habe zu halten, war es immer so der einzige HR-Track irgendwie, der so irgendwo im versteckten Klassenzimmer war. Und jetzt NetPioneers mit HR dabei, gestern war HR dabei. Also die Themen werden zunehmend im Markt relevanter, weil wir feststellen, dass es viel mehr um Menschen geht und wir agile Menschen in irgendeiner Form, Menschen mit agilen Haltungen brauchen, um agile Organisationen zu schaffen. Und nur eine Schwalbe macht keinen Sommer, nur Scrum macht auch kein agiles Unternehmen. Ja? So, und als wir uns der Frage dann
immer wieder mich genähert haben und von vielen Kunden gefragt, so, was ist eigentlich für euch jetzt Agilität? Ihr seid doch Berater, ihr müsstet uns eigentlich mal sagen können, was Agilität ist. Wir haben intern viel diskutiert und gerungen und da haben wir gesagt, uns würde zusätzlich auch mal so die wissenschaftliche Perspektive interessieren. Wir haben einen Beirat, das ist der Professor Fischer von der Hochschule Pforzheim. Und mit dem haben wir uns seit Jahresanfang ganz häufig eingesperrt und darüber diskutiert, wie wir das Thema Agilität nachhaltig in Unternehmen verankern und das auch außerhalb von der Softwareentwicklung. Und wir sind dabei auf zwei Grundparameter gekommen, dass wir festgestellt haben, dass wenn dieser Veränderungsprozess startet, von der klassischen zu einer agilen Organisation, der meistens initial durch eine Veränderung im Entwicklungsprozess ausgelöst wird, zumindest noch bei den meisten Unternehmen, dass einmal so der Wunsch ist nach einer sehr konsequenten Kundenorientierung, was in Scrum beispielsweise jetzt durch den Product Owner abgebildet wird, weil wir in irgendeiner Form als Organisation darauf reagieren müssen, rasend schnell auf veränderte Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Und das Zweite, was wir feststellen, ist, dass wir eine sehr konsequente Mitarbeiterorientierung brauchen. Da reden wir häufig von agilem Mindset, agiler Haltung und so weiter. So, und das haben wir angefangen runterzubrechen in 6 Dimensionen und haben ein Organisationsmodell entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass dieses CEO-Beispiel, was ich vorhin hatte, dass ganz viele Manager davon, von den agilen Management-Ansätzen Fan sind. Also wir sehen unseren Auftrag jetzt gar nicht in der Mission zu sagen, boah, werden wir agil. Ne? Also häufig Unternehmen führen Scrum an, so auf Team-Ebene, dann kommen sie an, Mensch, Häusling, erklärt unser Management, was agil ist oder so. Das ist meistens gar nicht die Herausforderung, weil die sind davon begeistert, aber denen fehlt die Sicherheit und die Idee, wie dieser Weg zu mehr Agilität aussehen kann. So, und das haben wir weitergedacht und sind dabei auf 6 Dimensionen gekommen. Und das, was wir festgestellt haben in vielen Projekten, ist, dass häufig kein agiles Zielbild in Unternehmen existiert. Also, oder wenn wir es jetzt wieder übersetzen, eine Vision da ist, wie sieht am Ende des Tages Agilität eigentlich aus in eurem Unternehmen? Also, wir haben so eine Startbahn im Stadion irgendwie und wir rennen los. Wir fangen an, Scrum einzuführen, wie auch immer die Vorgehensmodelle mittlerweile alle heißen. Und das ist super. Irgendwann müssen wir anfangen, und wie Boris heute Morgen auch gesagt hat, müssen wir einfach loslegen und tun. Aber häufig mündet es in so eine gewisse Orientierungslosigkeit im Unternehmen, weil keiner weiß, wie soll es am Ende aussehen. Struktur, Kultur, es ist sind ganz viele Fragezeichen der Organisation da. Wie sieht unser agiles Zielbild aus? Wie weit wollen wir das treiben? Ist das nur ein Ding irgendwo im IT-Bereich, diese Agile Island, die wir eben gesehen haben, oder ist das was, was wir weiterdenken wollen und können? Die zweite Herausforderung, die wir häufig erleben, ist, wenn wir fragen so, ja, bringt es denn jetzt was, was ihr macht? Also es ist hip gerade, ne? Also alles ist agil und also völlig das Buzzword geworden. Und viel heiße Luft gerade im Markt, was hinter agil steckt. Aber wie messen wir denn? Wie messt ihr denn den Fortschritt von einem agilen Veränderungsprozess? Was sind eure KPIs? Was rechtfertigt auch daran festzuhalten gegebenenfalls? Beziehungsweise wo schafft ihr Transparenz, um auch in irgendeiner Form Maßnahmen einleiten zu können, um in irgendeiner Form den Gesamtprozess weiterentwickeln zu können? Wir haben mit allen Kunden, aber das müssen wir im Nachgang machen, wir haben ja sowas wie eine Agile Scorecard entwickelt, um so die relevanten KPIs zu bauen. Also wenn das kann ich im Nachgang nochmal ansprechen, weil das jetzt nicht alles da reinkriegt. Aber es ist einfach wichtig, diese Dimension im Blick zu haben auf dem Weg zur agilen Organisation. Wir brauchen in irgendeiner Form ein Zielbild. Und wenn diese Klarheit fehlt, ist es zwar gut loszurennen, aber das wird häufig schnell ein Irrlauf und vor allem, wenn die Schnittstellen zu anderen Unternehmensbereichen unklar sind, birgt das viele Herausforderungen. So, die zweite Dimension, die dann damit verknüpft ist, ist das Thema Organisationsstruktur. Wir haben ein agiles Vorgehensmodell und das sieht vor, dass tendenziell eher cross-funktional und interdisziplinär gearbeitet werden soll. Und wir haben eine Aufbauorganisation, eine Linienorganisation. Und wir erleben das ganz häufig, dass die beiden Welten anfangen, erstmal völlig gegeneinander zu laufen. Das heißt, wer macht denn jetzt eigentlich noch was? Also die meisten Unternehmen landen in irgendeiner Form in der Matrix. Wer ist denn jetzt für was verantwortlich? Was macht das Team? Was macht der Scrum Master? Was sagt der Product Owner? Was macht die Führungskraft? Wer wird vor allem Scrum Master, Product Owner? Und brauchen wir überhaupt noch die ganzen Führungskräfte? So, wenn wir uns aber erinnern, es ging um unsere konsequente Kundenorientierung. Und der neue Boss ist der Kunde. Und das Gedankenmodell in den Unternehmen ist aber immer noch, dass ich mich nach oben orientiere. Also die Organisationsstruktur, also wir richten unsere Prozesse kundenorientiert aus, und die Organisationsstruktur richten wir immer noch auf uns selbst aus.
auf die da oben. Das heißt, die Frage ist, wie sehen agile Organisationsstrukturen aus, die sich auf den Kunden ausrichten? Und das heißt, es bedeutet erstmal, selbst wenn ihr in der Matrix bleibt, dass ihr in irgendeiner Form die Prozessorganisation auf jeden Fall in den Vordergrund schieben müsst, dass die Linienorganisation sich zumindest als Support für die Prozessorganisation versteht. Wenn die Führungskräfte den Weg nicht mitgehen, werden sie häufig als Impediment wahrgenommen für den Gesamtprozess, egal auf welcher Ebene. Es gibt momentan so 5 gängige Organisationsmodelle im Markt. Also eins davon ist, also es ist eine funktionsorientierte Matrix, gibt es produktorientierte Matrix, gibt sowas wie Peach Model und noch ein paar andere Sachen. Auch da würde ich nochmal verweisen wollen auf E-Books oder auf im Nachgang, wie das konkret aussieht. Aber ich kann es vielleicht einmal kurz skizzieren zumindest. Wir haben die Denkweise. Wir haben die Denkweise immer noch sehr stark so, was die Organisationsstrukturen angeht. Und jetzt werden die crossfunktionalen Produktteams in irgendeiner Form so drüber gelegt. Und das nicht mal über die ganze Organisation, sondern wir reden ja meistens immer erst noch von den Produktentwicklungsbereichen. Und dann stellt sich die Frage, wie sieht die Schnittstelle zu den anderen Bereichen aus? Und dadurch fängt die Pyramide an zu kippen, zumindest jetzt erstmal gedanklich. Und hier rückt der Kunde hin. Und die Frage ist, wie richten wir uns als Organisation auf, um eine kundenorientierte Organisationsstruktur zu haben? Und wir kommen gleich noch zu den anderen Dimensionen. Das ist das, was es momentan sehr herausfordernd ist. Weil wenn ihr daran denkt, was ich eben gesagt habe mit dem agilen Zielbild, es fehlt auch häufig ein strukturelles Zielbild. Also was ist das Zielbild, wie wir Agilität von der Unternehmensstruktur hinterher verstehen? Und viele fangen an und ruckeln sich da zurecht. Aber die Herausforderungen in Organisationsstrukturen sind offensichtlich. Wer hat so typische Organisationsstrukturen-Baustellen gerade? Ich kann vielleicht sonst noch mal ein Beispiel liefern. Okay, nicht zu Ende gehört. Ne? Aber was sind die Herausforderungen gerade bei euch bezogen auf die Organisationsstruktur? Also bei uns stellen sich die Manager mittlerweile aktiv die Frage, oh Gott, was soll ich denn da noch machen? Brauchen wir die überhaupt noch? Werden wir überhaupt noch gebraucht? Ja. Das ist eine andere Fragestellung. Bei uns ist es ein bisschen die andere Nummer. Also wir versuchen auch gerade die Hierarchien deutlich abzuflachen, um möglichst wenig Hierarchien aufzubauen. Und wir merken aber, dass auch wenn die Aufgaben von verteilt sind, trotzdem so ein Bezugsvakuum entsteht. Also dass Leute sich trotzdem fragen, okay, wo gehen wir jetzt die Entscheidungen hin? Ja, also es ist eine hohe Unklarheit in der Organisation häufig. Also weil Verantwortlichkeiten im Sinne von, wer macht was im Sinne, ich bin dafür nicht zuständig, ich meine es gar nicht jetzt im negativen Sinne, sondern im Identifikationssinne. Also wenn man das nochmal aufmacht, zumindest jetzt hier das Scrum-Beispiel, weil das immer am besten verdeutlicht, wohl wissen, dass ihr nicht alle mit Scrum arbeitet. Die Führungsrolle, die splittet sich auf PO, auf Scrum Master, auf Team und ein paar Sachen bleiben bei der Führungskraft. So. Und wenn ihr agile Vorgehensmodelle jetzt in dem Beispiel Scrum einführt, ne, der PO wird Certified Scrum Product Owner, Certified Scrum Master, Certified Scrum Developer, und das sind die Führungskräfte. Und die werden ganz häufig vergessen in dem Gesamtprozess, weil die sich zu Recht die Frage stellen, wofür werde ich denn noch gebraucht? Das ist ja jetzt überhaupt mein Job. Und die Antwort hängt wieder sehr stark von der Organisationsstruktur ab, wie ihr die wählt. Also die lässt sich zwar übergeordnet ein bisschen sagen, aber es hängt sehr stark mit der Organisationsstruktur ab. Habt ihr noch Teamleiter oder nicht? Und auch da gibt es nicht immer eine pauschale Antwort. Was sind die 3 Verantwortlichkeiten, die im Normalfall noch bei der Führungskraft verbleiben? Habt ihr eine Idee? Weiterbildung der Mitarbeiter. Genau, also Mitarbeiterentwicklung, ja. Was noch? Geil. Genau, also würde ich mal mit in das Mitarbeiterentwicklungsthema mit reinziehen, also vermeintlich eben als disziplinarische Aufgaben, Mitarbeiter, Gehalt und so weiter. Aber da tut sich schon die Frage, auf was kann davon nicht auch ins Team reingehen. Ne? Also auch da wird der Nebel größer. Strategie, genau. Also zumindest wenn ihr in der Matrix unterwegs seid, dann wäre die Strategie für eine Funktion oder für ein Produkt, wobei bei einem Produkt habt ihr meistens dann schon einen Crash mit den Rollen, genau, das dritte. Vielleicht noch Schneepflug zu sein. Bitte? Vielleicht noch Schneepflug zu sein. Schneepflug für? Ein Element aus dem Weg zu holen. Genau, also agile Rahmenbedingungen schaffen, jetzt mal übergeordnet, um überhaupt agiles Arbeiten zu ermöglichen. Und ein nettes Wortspiel, früher waren es Vorgesetzte, morgen sollen es Führungskräfte sein. Also
der Job ändert sich. Und wenn wir angucken, wie Führungskräfte besetzt worden sind auf die Stellen, dann haben wir im Team einen guten Mitarbeiter, wird irgendwie Teamleiter, dann fällt er so nach oben. Und in der Vergangenheit war es auch wichtig, nur wenn wir die fachlichen Verantwortungen auf andere Rollen verteilen, ändert sich natürlich auch nicht nur die Verantwortung, sondern auch das notwendige Skillset von den Führungskräften, was dann zu diesen Identifikationsfragen führt. So, der Kunde ist der neue Boss, hatte ich gesagt, und dann haben wir jetzt dritten Punkt, die Prozessebene. So, und bei dem Prozess ist es so, das ist ja, hatte ich eingangs gesagt, der Auslöser ist, um so sich auf die Reise zu machen in die agilen Welten. Das, was wir nur häufig erleben, ist, dass, und auch hier auf der Veranstaltung wieder, dass sehr prozessorientiert gedacht wird. Also, wenn wir agile Prozesse haben, dann ist alles gut und dann sind wir agil. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Aus unserer Sicht sind die agilen Prozesse Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Dahinter stecken bestimmte Werteprinzipien und es gibt alle möglichen Frameworks und so weiter. Was wir ganz häufig beobachten ist, es wird Scrum eingeführt oder ein anderes Vorgehensmodell, Safe, was weiß ich. Und dann werden damit Erfahrungen gesammelt und dann werden die Probleme, die auftauchen, über den Prozess gelöst. Also okay, ist es vielleicht doch nicht das richtige Framework, lass uns mal ein anderes ausprobieren. Brauchen wir wirklich zweiwöchige Sprints oder sind nicht drei Wochen besser oder so? Also wir gehen in die Diskussion über den Prozess rein, weil wir glauben, dass der Prozess oder das Framework nicht das geeignete für das Unternehmen ist. Die Impediments liegen aber meistens gar nicht auf prozessualer Ebene, sondern in den anderen Dimensionen, wo ich auch gleich noch zu kommen komme. Das heißt, der Prozess ist Mittel zum Zweck, um mit der Organisation kundenorientierter zu werden. Und er ist notwendig, aber er ist bei weitem nicht ausreichend. Kommen wir zur Mitarbeiterorientierung. Das eine haben wir darüber gesprochen gerade, wir brauchen eine sehr mitarbeiterorientierte Führung. Da habe ich jetzt gerade schon drauf verwiesen. Und das hängt sehr stark davon ab, wer bei euch im Unternehmen Führungskraft ist. Das ist egal auf welchem Level, CEO bis egal was. Ihr werdet immer an eure Grenzen kommen, je nach Haltung und nach Einstellung und nach Wertesystem dieser Menschen. Das heißt, nur eine agile Haltung der Führungskräfte wird auch selbstorganisierte Teams und selbstverantwortliche Teams ermöglichen. Die Frage ist, wie finde ich das raus, ob Leute eine agile Haltung haben, beziehungsweise auch, was mache ich in den Fällen, wo das nicht der Fall ist. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Und das hängt auch wieder mit der Identität dieser Führungsrollen zusammen. Aber wir müssen Führung im Kontext einmal neu denken, weil sich die Rolle der Führungskräfte einmal ändert und die in dem gesamten Veränderungsprozess aber häufig vergessen werden. Die Attitüde muss sein, als Führungskraft, was kann ich für die Mitarbeiter, für die Teams tun, um schneller in Richtung Kunde Ergebnisse zu erzielen. Qualitativ hochwertiger und so weiter. Hier waren die Mitarbeiter für die Führungskräfte da, hier sind die Führungskräfte für die Mitarbeiter da. Und das ist wieder so leicht gesagt, aber wenn wir uns die Denk- und die Verhaltensmuster in den Unternehmen angucken, kommen wir dann auch ganz häufig an unsere Grenzen. So, dann haben wir den fünften Punkt unserer Dimension, das ist nochmal agile Personalinstrumente einsetzen. Viele Instrumentarien, die wir heute nutzen, die kommen aus den 70er Jahren. Also, und die funktionieren einfach nur in Teilen, weil die aus der alten Welt kommen und überhaupt nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, wenn ich auf dem Weg bin zu mehr Agilität und die Anreizsysteme habe, die das fördern und Boni, die nach oben gehen, Ziele, die kaskadiert werden von oben und so weiter, festige ich nach wie vor eine traditionelle Organisationsform, eine herkömmliche Kultur, die völlig hinderlich ist, um in die neue Welt reinzukommen. Das heißt, wir werden zukünftig viel mehr agile Personalinstrumente brauchen, die Agilität fördern, um unsere Ziele zu erreichen. Und darüber lässt sich immens viel in Bewegung setzen, weil es die veränderte Haltung von den Führungskräften notwendig macht und fördert. Und die Instrumente, die sind nur so gut, wie die Haltung auch der Führungskräfte ist. Das heißt, wenn, egal wie der Mitarbeitergesprächsbogen aussieht, es liegt immer noch daran, wie die Führungskraft den anwendet. Also ich kann einen Hammer haben und einen Nagel haben, aber wenn ich damit nicht umgehen kann, nützt mir das nichts. Das heißt, wir reden von Menschen und die benutzen diese Werkzeuge. Menschen arbeiten mit den Prozessen. Wir reden nicht über, wir brauchen andere Prozesse, wir brauchen andere Instrumente, Tools und Vorgehen, sondern wir müssen an der Haltung der Menschen arbeiten und denen die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen, um mitarbeiterorientierter und kundenorientierter zu arbeiten. Also allein da können wir jetzt eine Dreiviertelstunde noch weiterreden. So, dann haben wir den sechsten Punkt,
Da geht es nochmal um Kultur. Das ist so ein Resultat, was natürlich hinten bei rausfällt. Nämlich, dass wir agile Kultur leben müssen. Was auch immer agile Kultur im Einzelnen bedeutet, auch da könnte man noch lange drüber reden. Aber kurz zusammengefasst, für uns bedeutet zumindest, wir brauchen agile Menschen, also in Klammern Menschen mit agilen Haltungen, hört sich nur so sperrig an, um agile Organisationen zu gestalten. Es ist ein Resultat aus einer anderen Attitüde, es ist ein Resultat aus einer anderen Führungsweise, es ist ein Resultat aus anderen Personalinstrumenten. Und es ist nicht, ich arbeite mal mit Scrum und die ganze Organisation wird agil. Es geht über Softwareentwicklung weit, weit, weit hinaus. Was gibt es erstmal an Fragen oder an Anmerkungen bis dahin? Irgendwo Widerspruch, Zustimmung, Erfahrungswerte? Agile Personalinstrumente, also die klassischen, die kennt man ja, aber gibt es ein paar gute Beispiele oder noch ein paar Beispiele für agile Personalinstrumente? Ja, also Pioneer Cards gibt es bei uns unten am Stand, ist ein Beispiel. Also nicht Spaß beiseite, aber zusätzlich, um auf die Frage einzugehen. Auch das ist wieder verknüpft mit der Organisationsstruktur. Deswegen, wenn ihr euch das, das ist schon eine Folie zu weit, auf die komme ich gleich nochmal. Der Punkt ist, die Dimensionen, die hängen voneinander ab. Und ich komme gleich nochmal auf die limitierenden Faktoren vom System zurück. Wenn ihr die, je nachdem wie ihr die Führungsrolle definiert, müsst ihr denen auch die notwendigen Führungsinstrumente dafür geben. Also nehmen wir ein Beispiel raus, Mitarbeitergespräche. In vielen Unternehmen werden Mitarbeitergespräche so geführt, dass sie top-down geführt werden. Also ich treffe meinen Mitarbeiter einmal im Jahr, Führungskraft hat normalerweise keinen Bock drauf, Mitarbeiter lässt es über sich ergehen, HR hat keinen Bock drauf. Zumindest im herkömmlichen Sinne, ich weiß, manche Unternehmen mögen es anders machen, aber viele Unternehmen sind ein sehr, sehr zähes Ritual jedes Jahr. Und die Frage ist, wie können wir es anders denken? Und die Unternehmen, die es anders gedacht haben, die haben das so gelöst. Wir haben die drei Rollen als Führungskraft, PO und Scrum Master in Richtung Team. Und wenn wir uns jetzt das Thema Mitarbeitergespräch angucken, meistens ist da drin ja Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, Bewertung, häufig noch Gehalt und so weiter, dann ist die erste Frage, wie gehen wir mit dem Thema Ziele und Zielvereinbarung um? Habt ihr eine Idee, wer wem welche Ziele jetzt gibt? Im Scrum-Kontext, wenn wir das an dem Beispiel machen? Welche Ziele bekommt ihr denn in euren Zielvereinbarungen momentan? Was steht denn da drin? KPIs. Okay, was für KPIs? Bezogen auf was? Auf ein Projekt, auf ein Produkt, bezogen auf... Unternehmen. Okay. Wer würde denn solche Ziele jetzt mit wem vereinbaren, idealerweise? Bitte? Auf Miteinander. Ja, aber also die operativen Ziele, wo die KPIs dranhängen, zumindest die wirtschaftliche Verantwortung, hängt ja sehr stark am PO. Also wenn wir es ganz runterbrechen, bekommen wir die Ziele, die Teams ja alle zwei Wochen übers Backlog rein. Und die übergeordneten Ziele, wirtschaftliche Ziele, kann ich mit dem PO vereinbaren, wohl wissen, dass die zusammenarbeiten. Mir geht es jetzt gar nicht um die Trennung, sondern das ist sehr integrativ, da bin ich dabei. Aber wenn ich es jetzt übersetze, also es wäre die Frage, wie sieht das alternativ aus, würde ich die operativen Ziele nicht mehr in eine Einzelzielvereinbarung machen, wenn ich einen teamorientierten Ansatz habe, sondern ich würde es über ein PO, wo ich es die ganze Zeit ja auch repriorisieren kann, weil Jahresziele, ist auch sperrig, ist schwierig. Also habe ich einen Backlog. Was kann der Scrum Master da tun? Ich denke, er kann mit dem Team bezogen auf Prozesse, Kaizen und so weiter auch Ziele oder Visionen oder Tunnels oder was auch immer definieren. Genau, also wir können Teamentwicklungsziele machen, also weil der Job vom Scrum Master ist ja unter anderem das Team performanter machen und weiterzuentwickeln, nicht nur Prozesschef zu sein, sondern ja auch in irgendeiner Form das weiterzuentwickeln. Da stellt sich wieder die KPI-Frage im Übrigen, also woran sehe ich denn, ob es ein Team im letzten halben Jahr wirklich weiterentwickelt hat oder nicht. Aber ich kann Teamentwicklungsziele mit dem Team oder auch das Team kann es sich selber vereinbaren und sich darauf committen. Was bleibt denn noch für die Führungskraft? Da haben wir noch die Identitätsfrage nochmal. Welche Ziele vereinbart ihr denn da noch? Weiterentwicklungsziele. Ja, also individuelle Entwicklungsziele. Zumindest in der Matrix ist es häufig so. Also da muss ich nochmal einschränken, je nach Organisationsstruktur, aber die meisten Unternehmen, die sind jetzt momentan in der Matrix unterwegs, die vereinbaren individuelle Entwicklungsziele mit Mitarbeitern. So,
Wie sieht denn jetzt Leistungsbeurteilung oder Bewertung aus, auch wenn wir sicherlich nochmal einen anderen Leistungsbegriff haben, aber nennen wir es erstmal Feedback. Wie sieht denn die Feedback-Schleife dazu aus? Wo kriegt denn der PO Feedback zu dem, was aus seinem Backlog, aus seinem Sprint-Ziel geworden ist? Im Review. Im Review, genau. Wie ist es beim Scrum Master in den Teamentwicklungszielen? In der Retro. Und wie ist es bei der Führungskraft? Was hat die jetzt Plattform? Genau, Mitarbeitergespräche. So, und dann überlasse ich das jetzt eurem Urteil, ob das da noch einmal im Jahr Sinn macht oder ob das nicht regelmäßiger sinnhaft ist. Aber das sind zumindest die Instrumentarien, die wir haben. Und in meiner idealen Welt, und wir haben es bei einigen Kunden so gebaut, um das jetzt sehr konsequent zu Ende zu denken, drehen wir die Pyramide einmal auf den Kopf vom Mindset her. Das heißt, ich bekomme als Teammitglied in der Retro Feedback zu meiner persönlichen Entwicklung und zu meinem Verhalten, weil es jemand anders nur noch schwer beurteilen kann. Also wer kann am besten beurteilen, ob ich mich weiterentwickelt habe oder nicht? Der Team. So. Das heißt, ich nehme das Team-Feedback, was ich bekomme zu bestimmten Kompetenzen, Werten und so weiter, was das Team in Teilen auch selber erarbeiten kann, gehe damit zur Führungskraft und sage, bitte hilf mir dabei, besser zu werden und darüber einen höheren Wertschöpfungsbeitrag fürs Gesamtteam zu leisten, um schneller in Richtung Kunde wieder erfolgreicher zu sein. Aber wir drehen es einmal auf den Kopf, das ist jetzt, sind die Instrumente alternativ gedacht. Das heißt, mir geht es gar nicht zwingend darum, immer zu sagen, wir brauchen die Instrumente nicht, wir müssen sie einfach komplett anders denken, dass sie in dem agilen Kontext funktionieren. Ist nicht wirklich irgendwie variabel, also geht es jetzt nur um Ziele oder um variables Gehalt? Weil das, finde ich, hat da gar nichts zu tun. Ja, der Thema variable Gehalt ist nicht sonderlich beratungsintensiv. Also macht das noch Sinn? Also es hat vorher schon keinen Sinn gemacht, aber es macht in einem teamorientierten Ansatz noch weniger Sinn. Also die individuellen Boni bei teamorientierten Ansätzen zu verwenden, sind völlig kontraproduktiv. Abschaffen, also ganz banal abschaffen. Also wenn ihr euch das anguckt, Bosch, die schaffen gerade individuelle Boni ab und so weiter. Siemens hat, glaube ich, in Teilen mit angefangen, wie ich das gemacht habe und so. Also es ist nicht nur in kleineren Unternehmen, die das gar nicht eingeführt haben oder damit am Hadern sind, sondern es setzt sich gerade überwiegend durch, weil jeder erkennt, dass da Grenzen sind. Also wenn wir uns das angucken, Mitarbeitergespräche, auch Ziele und Boni, die Zielerreichungsgrade in den Unternehmen sind meistens über im Schnitt zwischen 95 und 105%. Da stellt sich die Frage, wofür wir das überhaupt machen. So, um zurück zu dem Organisationsmodell zu kommen. In diesen 6 Dimensionen haben wir halt verschiedene Handlungsfelder entwickelt, um zu gucken, wo ist der limitierende Faktor für Unternehmen, um einen höheren Grad an Agilität zu erreichen. Und das nicht aus Selbstzweck heraus, sondern die Erkenntnis bei uns war, dass wir gesagt haben, für uns ist Agilität der höchste Grad der Ausprägung an Anpassungsfähigkeit, der größte Grad an Anpassungsfähigkeit an veränderte Rahmenbedingungen ist das, was wir als Agilität bezeichnet haben. Und wir haben festgestellt, als wir unsere Kundenprojekte uns angeguckt haben, dass dieser Entwicklungsprozess in der Organisationsentwicklung immer über Plateaus abläuft. Und zwar über 5 Stufen. Das heißt, es gibt irgendwie eine herkömmliche Organisation, dann führe ich Scrum ein oder Kanban oder was auch immer. Also so ist es ja häufig momentan meist in den Unternehmen. Das funktioniert ja in irgendeiner Form gut, man erkennt, das bringt was, aber dann kommt man wieder an so eine gläserne Decke und weiß nicht so richtig weiter. Ja? Da kommen neue Fragen hoch, wie nehmen wir das Management mit, wie nehmen wir die Schnittstellen zu den anderen Unternehmen mit und so weiter. Und dann muss ich aufs nächste Plateau. Und wenn ich das habe, komme ich wieder aufs nächste Plateau. Und das haben wir einmal ausgearbeitet und wir haben, wenn wir zu Themen angucken, das ist mal so ein Beispiel, wo ihr seht, es gibt immer einen limitierenden Faktor in eurer Organisation, um aufs nächste Level zu kommen. Das heißt, in dem Unternehmensbeispiel ist es so, auf der Prozessebene sind viele Unternehmen relativ weit und sie würden gerne weiterkommen. Aber ihr kommt nicht weiter, solange ihr nicht die Schieberegler mitnehmt. Das heißt, wenn ihr den Grad auf Prozessebene deutlich steigern wollt, werdet ihr die Impediments auf Organisationsebene auflösen müssen, um weiterzukommen. Das kann sein, dass ihr mit der Struktur crasht, wie es jetzt hier in dem Beispiel ist, weil in dem Beispiel keine Lösung dafür gefunden ist, dass es an der Führung oder an der Besetzung der Führungsrollen klemmt, dass die Personalinstrumente noch in der alten Welt verhaftet sind. Und die Frage ist, was ist bei euch der limitierende Faktor im Unternehmen momentan, um aufs nächste Level an Agilität zu kommen? Und das, um das Unternehmen erfolgreicher zu machen und nicht zwingend aus dem Selbstzweck heraus agil zu werden.
Frage, ist das eine Art Messung? Wie wird das gemessen? Also wir haben ein, ja, ich habe das sehr simplifiziert dargestellt. Also wir haben ein fünfstufiges Verfahren entwickelt und wir haben so eine Art Index sogar entwickelt. Also wir können es sogar quantifizieren. Ich tue mir immer schwer damit, aber häufig ist es von dem Management gefordert. Das lässt sich gut, also wieder gut messen. Da waren wir am Anfang, wie tracken wir den Veränderungsprozess von Agilität? Wir können mittlerweile einen Index messen, um den Reifegrad von Agilität darzustellen. Ja, mit Fragebögen oder Beobachtungen? Genau, es sind fünf Stufen. Also wir haben, genau, wir haben teilnehmende Beobachtungen, wir haben Fragebögen, wir haben Stakeholder-Interviews und Dokumentenanalyse und so weiter. Und das werten wir aus und fassen das zusammen. Genau. Um darüber die Potenziale der Organisation aufzuzeigen und zu sagen, Mensch, Prozess ist vielleicht gut, aber wenn ihr das, das und das noch macht, könnt ihr eure Produktivität um x steigern. Also das ist, also wenn wir jetzt, also aus HR Pioneers denke, haben wir häufig über HR den Zugang zum Management. Und wir kriegen es anders übersetzt, weil wir eine andere Sprache sprechen. Das ist kein Techie-Thema, die machen da was Verrücktes und malen die Wände voll, sondern das liefert einen Gesamtnutzen der Gesamtorganisation. Und das kriegen wir anders übersetzt. Und das ist häufig der Vorteil, wo wir Projekte, auch die auf Teamebene gut laufen, an, also in der Organisation, nicht über den Prozess, sondern im Gesamtunternehmen von der Denkweise skaliert sind. So, und das haben wir, also dieser Index sozusagen, diese fünf Stufen, wir haben uns da lustige Namen für ausgedacht, also wenn ihr Feedback habt für bessere Namen, sind wir da noch offen für. Wir haben die traditionellen Organisationen, dann haben wir so Agile Starter, das sind so die Unternehmen, die mit Scrum experimentieren, aber eher so Agile Island-mäßig irgendwie oder vielleicht auch noch in ein paar mehr Teams, aber wo das noch sehr stark in der Produktentwicklung verhaftet ist. Dann haben wir so Agile Fans, die erkennen, das ist geil, eigentlich, wir müssen da noch viel, viel mehr tun. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber es ist geil, es bringt unser Unternehmen auf jeden Fall weiter und gehen missionieren im Unternehmen und in den ganzen Unternehmen gibt es dann so Multiplikatoren und Fans, die das überall hintreiben und sagen so, Mensch, das bringt uns wirklich Lichtjahre voraus. Dann haben wir so Agile Accelerators, also die denken das nochmal weiter, die sind auch bereit mittlerweile ganz andere Strukturen zu denken, Kulturen zu denken, die sind experimentierfreudiger, die haben ganz anderes Vertrauen in diese verschiedenen Dimensionen entwickelt. Und wir haben die Agile Stars, haben wir die genannt. Das sind die, die so einen wirklich sehr, sehr ausgeprägten Reifegrad an Agilität haben. Wenn wir jetzt am 2. Dezember haben wir das erste Mal machen wir ein Event in Köln, was wir Agile Stars genannt haben, wo wir mal die agilsten Unternehmen Deutschlands eingeladen haben. Also muss man sich darauf bewerben, das ist limitiert auf 30 Teilnehmer, aus jedem Unternehmen dürfen maximal 3 Leute kommen. Wo wir gesagt haben, die wollen wir nochmal zusammenbringen, um zu gucken, was sind bei denen die Muster, die da hingebracht haben, um das wieder zu lernen und zu transportieren. Und die haben so viele Fragestellungen, auf die momentan noch keine Antwort gibt, weil die so weit vorne sind, dass sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Da freue ich mich schon riesig drauf, also es wird total geil. So, und das Gleiche haben wir sozusagen jetzt auf individuelle Ebene übersetzt. Also wir reden einmal über Organisationsentwicklung, aber jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, agile Menschen machen agile Organisationen. Also was nützt uns eine agile Organisation? Also wir kriegen keine agile Organisation, wenn die Menschen nicht ihre Haltung ändern. Das haben wir angefangen auch messbar zu machen. Es ist dadurch entstanden, dass Kunden immer wieder die Frage hatten, wie finde ich eigentlich raus, ob jemand ein agiles Mindset hat oder nicht. Oder es kam, wir haben diese Agile HR-Konferenz angesprochen, hat das dann über 160 Teilnehmer dieses Jahr und da stand ein Personalleiter aus einem Logistikunternehmen auf und meinte, also wenn wir das weiterdenken, dann muss ich 80% meiner Mitarbeiter entlassen. So. Und die Frage ist, wie kommen wir auf der Personalentwicklungsebene weiter, um die Organisationsentwicklung als Resultat mitzunehmen. Und das war die Frage, dass wir uns hingesetzt haben, auch wieder mit Stefan Fischer angerufen, ne, Prof, wissenschaftlich ist immer gut, haben gesagt, so, wie kann man das operationalisieren, dass es auch Substanz hat und dass es nicht nur Blabla ist. Und wenn das mit einigen Kunden mittlerweile, mit großen Konzernen sehr erfolgreich gemacht wird, bis hoch in die Konzernspitze durchgeschossen ist, weil das sehr, sehr, sehr geil war, und haben mit denen rausgearbeitet, wie man agile Kompetenzen operationalisieren kann. Also wir haben Kompetenzprofile für Scrum Master, für Product Owner, auch allgemein für agiles Mindset und auch für Führungskräfte entwickelt. Und wir haben eine Systematik entwickelt, wie man, wir haben es agile Haltungen hat, weil wir mit dem Mindset-Begriff nicht so gut klargekommen sind hinterher in den Diskussionen. Wie messen wir eine agile Haltung von Menschen und haben das operationalisiert? Wir haben bei ein paar Kunden aber sowas wie ein Agile Collaboration Day gemacht. Also so Assessment hört sich fies an, kommt so aus der alten Welt. Und wir haben gesagt, so viele Unternehmen, die machen so Potenzialanalysen oder so Geschichten. Und wenn wir das mal agil denken, mit unserem Wertesystem, mit anderen Instrumenten, wie müsste das eigentlich aussehen? Und da ist so ein Agile Collaboration Day rausgekommen. Der läuft selber in Sprints ab, der läuft selber wesentlich offener und transparenter ab und so weiter.
Und darüber haben wir quasi analog zu der Organisationsentwicklung, können wir das sozusagen mittlerweile auf individueller Ebene feststellen, wo wir gesagt haben, wir haben so Agile Newbies, die sind Fan davon, die fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben so Agile Implementers, die sind super, wenn ihr Scrum einführen wollt, so von der Haltung und von der Kompetenz. Wir haben so Agile Specialists, die sind noch mal weiter von ihrem Reifegrad. Wir haben Agile Experts und uns ist noch kein besserer Begriff eingefallen, Agile Brains. Ja? So. Also wenn ihr noch Ideen habt, wir sind da offen für. Aber die haben einen total hohen Reifegrad. Und das, was wir dann festgestellt haben mit den Unternehmen, das war total faszinierend und vielleicht erkennt ihr euch auch dran wieder. In dem Moment, wo das nicht matcht, habt ihr ein Problem in eurem Unternehmen. Und zwar in zwei Richtungen. Wenn ihr das nämlich jetzt übereinander legt, ne, tata, dann stellt ihr fest, dass der agile Reifegrad der Menschen wichtiger ist als der agile Reifegrad der Organisation, weil das die Konsequenz ist. Also die Organisation ist die Konsequenz aus dem Reifegrad der Menschen, die ihr in der Organisation habt. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr auf das nächste Level kommen wollt, immer erst Menschen haben müssen, die schon weiter sind als die Organisation. Was wir festgestellt haben, ist, dass die agile haltungsmäßig weit fortgeschrittenen, Agile Specialist oder wie weit sie auch immer sind. Also je weiter ihr oben seid und je niedriger die Organisation ist, desto höher ist der Frust von euch im Unternehmen. Wenn ihr deutlich weiter seid, wenn ihr zu weit weg seid, werdet ihr irgendwann kündigen, weil ihr sagt, ey, das gibt hier nie was. Okay, ich kriege die erste Zustimmung. Also das gibt hier nie was, weil der Reifegrad der Organisation so niedrig ist und ich schon gefühlt zumindest von der Haltung total weit bin, ob das stimmt oder nicht, egal. Aber zumindest ist die eigene Wahrnehmung so. Und dann crasht das. In dem Moment, wo ihr aber noch ein Unternehmen habt, Führungskräfte, Scrums, die hier sind und eure Organisation da ist, kommt ihr auch an die Grenzen, weil es nicht mehr funktioniert, wo ihr merkt, so, wir haben die Rollen falsch besetzt. Das heißt, was wir festgestellt haben, ist, dass die Menschen immer so eine Ebene, ein Plateau weiter sein müssen, als die Organisation, um die Organisation auf das Plateau draufzuheben. Und wenn die zu weit weg sind, ist Frust. Und wenn sie zu weit weg sind, dann funktioniert es auch nicht. Und das ist die große Herausforderung, um das sauber zu mappen und ineinander zu kriegen und zu verheiraten. Jetzt erst mal Fragen zu. Was ist von den Instrumenten Open Source? Oder öffentlich zumindest? Von denen? Ja. Bisher gar nichts. Schade. Ja. Aber wir können hinterher gerne mal dazu sprechen. Also, weil die Frage haben wir öfter gekriegt, aber ehrlicherweise sind wir, also wir arbeiten gerade dran, das sozusagen fähig zu machen, aber das ist noch nicht, zumindest Stand heute noch nicht so, wie sagen kann, viel Spaß. Und es ist, ja, genau, also Punkt. So, und was gibt es noch an Fragen dazu? Also gut. So, das heißt, das Happy End, doch, sorry, Matthias, wollen wir noch ein Foto machen? Bitte? Warte, einmal. Hast du? Ich hab's als Film aufgenommen. So, also, und wenn ihr das verheiratet, dann gibt's das Happy End, dann seid ihr auf dem Weg, den Froschkönig wach zu küssen. Und dieses Happy End, also diesen Weg dahin, ist harte Arbeit. Das ist kein Kinderspiel, das ist kein Kinderfasching oder irgendwas anderes, sondern wir müssen an den Menschen arbeiten, um die Organisation ans nächste Level zu kriegen. Das liegt nicht an der, liegt nicht am Vorgehensmodell, das liegt an nichts anderes, es liegt an der Haltung der Menschen und am Reifegrad der Menschen in eurer Organisation. Deswegen würde ich das Plädoyer auch von Jasmin unterstreichen wollen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den wir auch in den Projekten sehen, nehmt HR mit rein. Findet noch andere Zugänge, um die Themen zu platzieren. Ihr werdet viel, viel mehr noch mit den Menschen arbeiten müssen, um die Organisation auf die nächste Ebene bringen zu können. Gut, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also, entwickelt ein klares Zielbild und macht diesen Veränderungsprozess messbar. Entwickelt KPIs für euer Unternehmen, fragt andere Unternehmen, welche KPIs sie haben. Das Zweite ist, nur agile Menschen schaffen agile Organisationen. Arbeitet mit den Menschen, konzentriert euch auf die Menschen, guckt, wie an der Haltung der Menschen arbeitet und so weiter. Das Resultat wird eine agile Organisation sein. Das Dritte ist, der agile Reifegrad der Menschen korreliert mit dem Reifegrad der agilen Organisation. Das heißt, der agile Reifegrad der Menschen muss höher sein als der agile Reifegrad der Organisation, wenn ihr aufs nächste Level kommen wollt. Arbeitet kontinuierlich am limitierenden Faktor im System. Was ist bei euch der limitierende Faktor, der euch behindert?
Und das ist, deswegen haben wir so einen Quick-Check ja hingelegt. Und wenn ihr euch dann nochmal anguckt, habt ihr vielleicht schon eine erste Idee, was es sein kann. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann kommt Punkt 5 ins Spiel. Kommt zu uns an den Stand, dann können wir euch dann noch mehr zu erzählen und Beispiele liefern und sagen, wie so eine Organisationsanalyse, wie eine Potenzialanalyse aussieht, um den Weg dahin zu gehen. So. Dann habe ich noch zwei Themen. Das eine ist, wir kümmern uns vor allem um die Führungskräfte. Wir haben sowas wie ein Certified Agile Leader entwickelt. Da geht es darum, wie führe ich denn jetzt eigentlich im agilen Kontext? Wir haben einen Certified Agile HR Manager entwickelt, um HR auf Agilität vorzubereiten, weil die ein wesentlicher Katalysator für den Veränderungsprozess sind. Und wir machen viele laterale Führungstrainings, weil wir festgestellt haben, dass wir darüber die Menschen auf die nächste Ebene kriegen. Und unsere Empfehlung ist, also in-house ist meistens noch wirkungsvoller, wenn ihr das in interdisziplinären Teams macht. Dann hatte in der Ankündigung schon gesagt, im nächsten Jahr wieder die Agile HR-Konferenz. Mattes war als Speaker da, viele andere. Also es ist ein geiles Event und man muss ehrlicherweise sagen, ohne Berater, also hier bin ich ja sehr dankbar für, aber da haben wir eine Plattform geschaffen, wo Unternehmen sich zwischen Unternehmen austauschen können. Das ist noch ganz spannend. Einige habe ich drüber gesprochen, ihr findet bei uns auf der Website noch viele Sachen auch zum Runterladen, E-Books zum Thema agile Führung und so weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, ist der Stand, sprecht uns.